Bisschen knapp bei Kasse, PSN-Guthaben ist irgendwie nicht mehr da, man will irgendwas Geiles haben. Einfach auf ineva.com gehen, Leute. Ihr findet PlayStation-Guthaben für Deutschland für einen super Preis. Nutzt einfach den Code Chappy, ihr bekommt 3% auf eure Bestellung dazu, 1 Euro bei der ersten Anmeldung und spart euch den Arsch ab. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute habe ich ein Video für euch, da freue ich mich wirklich schon seit 3-4 Tagen drauf und seitdem arbeite ich auch eigentlich dran. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ein amerikanischer YouTuber, einer für mich der besten YouTuber, die wir in den USA generell haben, beziehungsweise kommt er ursprünglich aus Norwegen und Kanada, ist Exclusive Ace. Und das ist ein YouTuber, der für jedes COD die Statistiken raussammelt, die Stärke der Waffen, die Aufsätze, die Perks, kontrolliert, ob die Updates und die Patch-Notes richtig sind. Also jemand, dem man auf jeden Fall folgen sollte, und er ist natürlich als allererstes verlinkt und ich habe von ihm die Genehmigung bekommen, weil er ein mega Video gemacht hat. Er hat rausgetestet, ob es Skill-Based Matchmaking in Warzone gibt. Und das hat er nicht einfach nur gemacht, indem er 5 Spiele gespielt hat, wo er schlecht war und dann geguckt hat, ob es dann besser lief, sondern er hat aus 4 verschiedenen Accounts, er hat von Optic Karma, also der MLG-Player, der eine 4-6er KD in Warzone hat, hat mit dem Account gespielt, hat mit seinem Account gespielt, hat mit einem normalen Account mit einer 1-0er KD gespielt und mit einem ganz, ganz schlechten Dummy-Account, wo er sonst nur Tests macht. Da hat er irgendwie eine 0-4er, 0-5er KD, also richtig schlecht, und hat in Warzone alle Spieler, die in der Lobby mit ihm waren, kontrolliert, hat die Namen aufgeschrieben und hat die über den COD-Tracker dann verfolgt und geguckt, wie gut ist jeder einzelne Spieler in dieser Lobby, abhängig davon, mit welchem Account er gespielt hat. Damit jetzt keiner glaubt, dass das irgendwie von ihm frei erfunden ist, hat er ein Spreadsheet dazu gemacht. Das heißt, er hat aus jeder Lobby mit jedem Account die einzelnen Namen auf ein Spreadsheet geschrieben und hat dann über den COD-Tracker geguckt, welche Punkte pro Minute haben die, wie viele Kills im Durchschnitt haben die, was für eine KD in Warzone haben die, und hat kontrolliert, ob er schwierigere Lobbys bekommt mit besseren Accounts und ob er leichtere Lobbys in Warzone bekommt mit schlechteren Accounts. Denn als kurze Erklärung, Skill-Based Matchmaking bedeutet gerade in einem COD, wenn du ein guter Spieler bist, bist du mit anderen guten Spielern in einer Lobby. Wenn du ein eher schwächerer Spieler bist, bist du mit schwächeren Spielern in der Lobby. Und das große Thema ist ja, Infinity Ward hat ganz klar vor 4 Wochen bei Twitter geschrieben und auf diesem Event, was es für YouTuber wieder gab, in Warzone gibt es kein Skill-Based Matchmaking. Anders als im Multiplayer, da ist es ja mittlerweile bestätigt, da war ich früher der felsenfesten Überzeugung, noch bevor das ganze Game released wurde, dass sie es niemals reintun werden, weil es der Tod für jeden COD ist und wirklich der Tod für den Spaß von den Leuten. Sie haben es trotzdem reingesetzt und das ist auch der Grund im Multiplayer, dass viele von euch einfach kaum Lust haben, weil es immer wieder eine Leiter ist. Man spielt eine gute Runde, man kriegt eine neue Lobby, die wirklich schwieriger ist. Man spielt 3-4 schlechtere Runden, plötzlich bekommt man dann eine Lobby, die wieder einfacher ist. Das heißt, ihr spielt nach 3-4 schlechten Runden wieder eine gute Runde. Es ist wie so eine Achterbahnfahrt. Es geht hoch und runter und im Prinzip fühlt sich irgendwann jede Lobby gleich an, weil ihr immer auf dem gleichen Stand seid. Natürlich hat es Gründe und darauf kommen wir später zu sprechen. Ob es gut ist oder schlecht, ist ein anderes Thema, das werden wir auch nachher noch besprechen. Als allererstes aber, er hat mir erlaubt, die Spreadsheets von ihm zu nutzen. Die sind auch unten in dem Video verlinkt. Das heißt, ihr könnt in die Beschreibung gucken und euch für die 4 Accounts von Karma, von ihm, sein Dummy-Account und dieser Noob-Account, könnt ihr euch die einzelnen Daten angucken und auch kontrollieren, und das ist der Beweis für euch, dass es von ihm und von mir nicht erfunden ist. Dazu könnt ihr alle euch diese COD-Tracker-App einfach runterladen, wenn ihr wollt. Die ist auch unabhängig von Activision und dann könnt ihr gucken, wer hat welche Statistiken. Und er hat diesen Test gemacht. Dazu muss man eins sagen, Leute, die ihren Activision-Account-Namen geändert haben oder auf dem PC spielen, können mit diesem COD-Tracker nicht erfasst werden. Das heißt, die Daten davon sind sozusagen raus gewesen. Am Ende hatte er pro Lobby über 100 Leute, die er noch zusammensammeln konnte, und dann hat er einfach jeweils rausgesucht. Spieler 1 hat die und die KD, Spieler 2 hat die und die. Dann hat er alle diese 100 oder 110, 120 Spieler in den einzelnen Lobbys zusammengezählt, hat einen Durchschnitt errechnet und kam dann auf diese Tabellen, die wir hier haben. Und wenn man sich diese Tabellen anschaut, sieht man, dass der Account von Karma die mit Abstand stärksten Spieler insgesamt in den Lobbys hatte. Fast genauso von der Durchschnitts-KD, von den Punkten pro Minute, waren die Account-Daten
von dem Exclusive Ace Account mit den Leuten in der Lobby. Das heißt, der Unterschied zwischen Karma und Exclusive Ace, obwohl der eine 4-6er, der andere eine irgendwie 1-8er, 2er KD hat, war nicht so gravierend, wie man sich vielleicht vorstellen könnte. Einzelne Ausreißer sind bei dem Ganzen auch extra rausgenommen worden, so dass das wirklich ein durchschnittliches, genaues, gutes Bild ergibt. Und was hier wirklich auffällt ist, dass es tatsächlich kaum einen Unterschied macht in Warzone, ob man eine 1-4er KD hat oder eine 3er oder eine 5er oder eine 8er KD. Es macht in dem Fall keinen Unterschied, weil umso weiter es nach oben geht und alles über 1,0 ist besser als Durchschnitt in dem Fall. Alles über 1,0 ist schon auf einem, wenn man sich wie eine Pyramide vorstellt, ist es schon die obere Spitze. Wenn Warzone eine 1-3er, 1-4er KD hat, gehört zu den besten 20% aller Spieler vielleicht. Wer eine 3er KD hat, gehört zu den Top 5% vielleicht und eine 4er KD Top 1%. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Umso weiter es nach oben geht, umso besser die Spieler sind, umso weniger andere Spieler mit den gleichen Statistiken gibt es einfach auf dieser Stufe. Was bedeutet, dass es auch automatisch einfach viel, viel länger dauert, bis man eine Lobby gefunden hat. Viele von euch haben das mit Sicherheit schon mal festgestellt, dass sie, wenn sie jetzt wirklich ein guter Spieler sind, dass sie Probleme haben, eine Warzone-Lobby zu finden, obwohl es ein Free-to-Play-Game ist und wir ungefähr 15 oder 20 Millionen Spieler haben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Millionen, 15, 20, 25 Millionen Spieler. Gerade zur jetzigen Zeit, wo wir einfach das Thema Corona haben und viele zu Hause sind. Das heißt, ein großes Problem, was dieses Skill-Based Matchmaking hat, und diese Daten zeigen das sehr klar, gerade wenn ihr jetzt mal mit einem Zweit-Account online geht, und ihr seht das ja bei den ganzen YouTubern, die ihre neuen Weltrekorde posten, wo sie mit 50 Kills rausgehen oder 80 oder 90 und davon die Hälfte überfahren und die anderen Leute völlig bescheuert durch die Gegend laufen und irgendwie gar keinen Plan haben. Da sagt man immer so ein bisschen Lenkrad spielen tun die. Da seht ihr einfach, dass die Playerbase unten mit den schlechteren Spielern viel, viel größer ist. Von diesen 15 Millionen Spielern habt ihr locker 60% von Spielern, die unter einer 1-0er KD, also deutlich drunter sind und einfach nicht gut sind. Und Skill-Based Matchmaking sorgt eigentlich dafür, dass diese Spieler geschützt sein sollen. Das ist ja dieses Safe Space, was Infinity Ward und Activision da groß angekündigt haben. Das Problem ist, dieses Skill-Based Matchmaking lässt sich ganz, ganz einfach umgehen, indem man einfach mehrere schlechte Runden spielt mit so einem Dummy-Account, mit so einem Reverse-Boost-Account, was einfach die meisten YouTuber machen. Also, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber die Leute spielen mit Absicht rundenlang, stundenlang schlecht, um dann gute Lobbys zu haben und laden dann Weltrekorde hoch. Das kann jeder so machen, wer Lust hat auf Skill-Based Matchmaking soll das machen, mir ist es ehrlich gesagt zu blöd. Aber diese Daten von Exclusive Ace zeigen sehr, sehr deutlich, dass auch in Warzone Skill-Based Matchmaking vorhanden ist. Das sieht man nicht nur an den KDs bei diesem Spreadsheet und den Tabellen, sondern eben auch an dem Vergleich zwischen Punkte pro Minute von Karma, von Exclusive Ace oder von den anderen in der Lobby. Und man sieht, dass eben ab einem gewissen Zeitpunkt die Accounts ab 1-2, 1-3, 1-4er KD einfach keinen Mehrwert mehr haben, weil die Playerbase so klein ist, dass man eben wirklich sehr langsam nur eine Lobby findet. Und das größte Problem ist auch, das wird automatisch dafür sorgen, weil die Playerbase in der Spitze ja schon relativ klein ist, dass die Server nicht mehr danach suchen, wo die beste Verbindung möglich ist. Das ist auch eine Erklärung für diese unzähligen Lags, die es in Warzone gibt. Natürlich, die Netzwerkserver sind vielleicht aktuell etwas überfordert, es sind mehr Leute zu Hause, es zocken mehr Leute, das ist alles in Ordnung, aber letzten Endes sorgt dieses Skill-Based Matchmaking vor allem dafür, dass man eben mit Leuten gematcht wird, die vielleicht die gleiche oder ähnlichen Statistiken haben, aber vielleicht 1000 Kilometer weg sind oder 3000 Kilometer. Vielleicht sind es Leute aus Frankreich, vielleicht aus den USA. Das heißt, die Connection ist nicht mehr das Wichtigste bei diesen dedizierten Servern. Und gerade die Connection ist in sowas wie im Battle Royale und im Multiplayer einfach essentiell wichtig. Das heißt, dieses Skill-Based Matchmaking sorgt nicht nur dafür, dass man nicht mehr belohnt wird, wenn man einfach mehr oder besser wird, weil man es gar nicht merkt. Sobald man besser wird, kriegt man eine schwierige Lobby. Dann werde ich wieder besser und kriege wieder eine schwierige Lobby. Das heißt, ich werde besser, aber merke es eigentlich gar nicht. Es gibt ja auch kein System, was mir sagt, so eine Art Rangliste, so eine skillbasierte Rangliste, die sagt, okay, du bist jetzt tatsächlich wie in so einer Ranked-Playlist wie in Black Ops 4, da habt ihr noch verschiedene Divisionen gehabt und irgendwann wusstet ihr, wenn ihr in der obersten Division seid und auf Platz 1, dann wart ihr in Anführungsstrichen der Beste. Das gibt es hier nicht. Das heißt, hier sind andauernd die Probleme auf den normalen Spieler, der einfach nur ein bisschen zocken möchte, gerade wenn er ein bisschen besser ist als Durchschnitt, dass er immer schwierige Lobbys bekommt, immer
weniger Motivation hat zu spielen, weil er einfach gar nicht realisiert, dass er vielleicht sogar besser wird. Das Einzige, was er realisiert, ist, dass die Lobbys schwieriger werden und er weniger Kills macht oder einfach generell weniger Erfolg hat. Und bevor jetzt die Leute wieder anfangen auszurasten, ihr müsst ein paar Dinge bedenken. Zum einen, es beschweren sich gefühlt sehr viele Leute bei Twitter, Instagram, überall darüber, dass Skill-Based Matchmaking in den Games ist, aber ein Großteil der Spieler ist einfach unter dem Durchschnitt, beziehungsweise deutlich mehr schlechtere Spieler als bessere Spieler. Das heißt, dieses Skill-Based Matchmaking ist für die Leute angenehm, dieses Casual spielen. Jemand, der am Tag mal eine Stunde spielt, pro Woche mal 3 Stunden. Nicht wie die Hardcore-Gamer von euch, die, wenn sie von der Schule kommen, von der Ausbildung, von der Arbeit, 4-5 Stunden zocken, Bock haben, arbeiten gehen und wieder nach Hause kommen und weiter zocken. Und auch diese Casual-Player sind eher die, wenn sie erfolgreich in dem Spiel sind, auch wenn sie eigentlich in einer Lobby sind, wo sie nur mit Schlechten zusammenspielen. Man könnte dann so ein bisschen sagen, der Einäugige unter den Blinden. Man fühlt sich super, aber eigentlich ist man in einer total schlechten Lobby. Das sorgt im Prinzip auch dafür, dass diese Leute mehr Geld in dem Spiel ausgeben. Einem Spiel, wo ihr für eure Verhältnisse oder für eure Überzeugung erfolgreich seid, sorgt am Ende einfach nur dafür, dass ihr auch mehr gewillt seid, Geld auszugeben. Jemand, der richtig Bock auf dieses Game hat, der hat Bock, auch Geld dafür auszugeben, für einen Skin, für eine neue Waffe, für irgendetwas. Das heißt, Skill-Based Matchmaking ist eine Entscheidung von Activision, einfach nur dem Geld halber. Ich sehe das Ganze sehr, sehr problematisch, um ehrlich zu sein, und bin überhaupt kein Fan davon. Skill-Based Matchmaking hat in Apex schon dafür gesorgt, oder Apex, so wie ihr es nennen wollt, dass es wirklich zugrunde geht, in Anführungsstrichen, mit ein paar falschen Entscheidungen dazu. Und genauso wird es in dem COD dafür sorgen. Denn auch wenn die Mehrheit der Spieler eher schlechter ist, oder es einfach ein viel größeres Fundament von schlechteren Spielern gibt, sorgt es letzten Endes trotzdem dafür, dass gerade die Leute, die es seit Jahren spielen und auch Geld reingebuttert haben, das Interesse daran verlieren, weil Skill-Based Matchmaking insgesamt einfach für alle, die besser wären, nicht gut ist. Es sei denn, man hat endlich mal so eine Art Ranked-System, wo man ganz klar sehen kann, okay, ich bin in dieser Division etc., aber das ist dann wieder Liga und das gab es in anderen CODs schon, da hat das besser funktioniert. Ich bin ehrlich gesagt ganz klar dafür, dass man zumindest neuen Spielern die Möglichkeit gibt, sich in das Spiel zu finden. Dass die nicht gleich in der ersten Runde irgendwie gegen 4 Freunde und mich antreten müssen oder sowas. Aber dieser geschützte Bereich für neue Spieler sollte sich irgendwo auch abkapseln. Das heißt, nach 4, 5, 6 Runden oder so, gerade wenn ein gewisser Fortschritt an den Statistiken erkennbar ist, sollten diese Leute in normale Lobbys wiederkommen. Denn letzten Endes war das auch immer das Gefühl, was ich toll fand und viele von euch wahrscheinlich auch. Dieses, ich hab eine geile Runde gespielt, ich hab das Gefühl, ich kann, weiß nicht, besser dropshotten, ich kann besser jumpshotten, ich verstehe die Map besser, ich verstehe den Rückstoß besser. Entwicklungsschritte in diesem Game, dass ich einfach besser wurde und besser und besser und besser. Und das habe ich nur gehabt, weil ich gegen Schlechte gespielt habe, gegen Gute gespielt habe, gegen welche, die gleich gut waren, gegen alles Mögliche. Das heißt, die Varietät war einfach da. Und das gibt es hier leider nicht und deshalb bin ich ehrlich gesagt ziemlich angefressen darüber, dass diese Resultate so ganz klar zeigen, dass Skill-Based Matchmaking in Warzone drin ist. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht, warum mittlerweile jeder YouTuber irgendeinen neuen Weltrekord mit 100 Kills in Warzone macht. Ihr könnt euch jetzt selber ausmalen, ob der gegen 150 oder 149 andere gespielt hat, die genauso gut waren wie er, oder ob er gegen Tommys gespielt hat, die mit dem Lenkrad Warzone spielen. Hier muss jeder für sich selber wissen. Ich wollte dieses Video unbedingt machen. Ich danke Exclusive dafür, dass ich seine Daten dafür nutzen konnte. Ihr habt keine Ahnung, wie viel Arbeit das für ihn gewesen sein muss. Ich schätze eher um die 40, 50 Arbeitsstunden, um das alles rauszusuchen, zu spielen, aufzunehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein.